So, wir haben Freitag früh. Ich werde jetzt losmachen Richtung Göteborg. Wetter ist nicht so dolle. Ich werde wohl meine Regenklamotten anziehen. Habe gerade mal auf die Wetter-App geguckt. Es kommt auf der Fahrt Regen reingezogen. Ja, also ziehe ich die Regenklamotten lieber gleich mal an, ehe ich das Gebirge dann unterwegs habe. Geht es über den Goethe-Kanal. Über den werde ich jetzt im Nachhinein mal berichten, weil ich da jetzt die Details gar nicht so richtig dazu kenne. Genau, der verbindet irgendwie viele Seen. Wikipedia sagt zum Götakanal folgendes. Der Götakanal ist ein Wasserweg durch den schwedischen Landesteil Götaland. Aha. Der Kanal hat eine Länge von 190,5 Kilometer. Zusammen mit dem Trollhättekanal und dem Götaelf bildet der Götakanal eine 390 Kilometer lange Wasserstraße quer durch Schweden, die einen Höhenunterschied von 91,5 Meter überwindet. Der Kanal passiert 58 Schleusen, 50 Brücken, 2 Trogbrücken und 5 Seen und darf von Schiffen mit bis zu 30 Meter Länge, 7 Meter Breite, 22 Meter Höhe über dem Wasser und 2,82 Meter Tiefgang befahren werden. Der Kanal wurde von 1810 bis 1832 gebaut und zwar wollte man damals den Sundzoll an Dänemark übergehen. Statt durch den Öresund zu fahren, wollte man quasi abkürzen von Göteborg Richtung Stockholm. Da dann aber bald dieser Sundzoll aufgehoben wurde, errang der Kanal keine entscheidende ökonomische Bedeutung. Heute ist er eine Touristenattraktion. Er ist vom 1. Mai bis 27. September geöffnet. Auf dem Kanal verkehren Freizeitboote und Kanalschiffe. Zu den bekanntesten Kanalschiffen gehören zum Beispiel die Juno. Die Juno wurde 1874 dem Dienst übergeben und ist damit eines der ältesten im Dienst stehenden Passagierschiffe der Welt. Zum Transport von Waren wäre der Kanal heutzutage nicht mehr wirtschaftlich zu nutzen. Während eine Fahrt von Göteborg nach Stockholm auf der Autobahn einige Stunden dauert, dauert die Kanalfahrt mindestens 4 Tage und braucht erheblich mehr Personal. Offensichtlich hat der Kanal mehr zu bieten als ein kurzer Stopp, an dem man sich mal umguckt. Um das touristische Potenzial richtig zu nutzen, wäre wohl eine richtige Bootsreise über den Kanal zu empfehlen. Ja, auch wenn jetzt mein Gerede über den Goethe-Kanal nicht unbedingt zu den Fahraufnahmen passt, habe ich es jetzt trotzdem so gemacht, um die Informationen loszuwerden und die Fahraufnahmen zu zeigen. Ja, weiter geht's Richtung Frillesås. Wie man sieht, es regnet. Ganz selten guckt mal die Sonne durch, aber im Grunde nur schwarze Wolken. Ein sehr, sehr starker Wind. Und ich habe nur noch gesehen, dass ich nach Frillesås an die Ostsee komme. Und hoffentlich mein kleines Bütchen wiederkrieg, was ich schon zweimal hatte. Na, wir werden mal sehen, ob mir das gelingt.
Die Lampen sind geil. Hat da ein bisschen 70er Jahre schick. Anfangs dachte ich, das ist doch ein bisschen Murks hier. Ist es in dem Sinne, dass man hier völlig abgeschieden ist und ziemlich alleine und keinen Kontakt zu irgendwie anderen Leuten, wenn hier halt noch hier irgendwie jemand eintrudelt. Aber hier gibt es immerhin eine Küche, voll ausgestattet. Da werde ich mir auf jeden Fall heute was machen. Ich werde dann mal hoch in die Stadt gehen. Das ist nicht allzu weit, 2 Kilometer oder so. Hier hinten ein bisschen durch. Das ist ein schöner Gang. Genau. Ansonsten ist das eigentlich so ganz gemütlich hier. Wenn man zum Markt ist, kann man sich hier insgesamt aufhalten. Naja, mal sehen, vielleicht kommt da noch jemand. Mein Bütchen habe ich leider nie gekriegt. In dem Haus wohne ich dieses Mal. Da sind ein paar Zimmer mit Gemeinschaftsküche. Das ist sehr gemütlich. Da, wo ich mit dem Finger hinzeige, dort vorne ist die Zeltwiese und diese anderen kleinen Bütchen. Ja, das sieht auf den ersten Blick sehr idyllisch aus mit Zelten. Aber ich habe schon erlebt, wie die Zelte dort alle abgesoffen sind auf der Wiese. Das sieht man auch an den braunen Stellen. Und dort hinten, wo die Autos stehen, ist das Bütchen. Wenn jetzt hier schon so eine tolle Küche ist, mache ich mir natürlich auch was Tolles. Draußen bei dem Wind, ob ich jetzt das Zelt hätte oder ob ich da hinten das Bütchen hätte. Draußen kochen hätte sowieso nicht funktioniert bei dem Sturm. Klar, da hinten ist auch eine Küche. Da würde man aber auch draußen im Wind sitzen. Eigentlich ist es am Ende doch schon ganz gut, wie das jetzt hier so gekommen ist. Mache ich mir jetzt was zu essen und dann gehe ich nochmal runter ans Wasser irgendwie. Den allabendlichen Strandspaziergang, wahrscheinlich meine Motorradjacke drüber gezogen, weil das ist doch ganz schön kalter Wind. Genau, also, was soll es zu essen geben? Zu Hause mache ich mir gerne immer Bratkartoffel mit Wurst, Ei und Käse drinne oder was auch immer so anfällt. Naja, so eine Art Bauernfrühstück irgendwie. Ist halt was für meinen Geschmack. Was machen wir da mit den schwedischen Zutaten? Was haben wir da hier uns organisiert? Also, Kartoffeln und eine Zwiebel. 4 Kartoffeln. Eier. Zu Hause nehme ich immer Schmelzkäse, diese Scheiben. Chemiekäse, wie man auch dazu sagt. Hier in Schweden habe ich das nie gefunden. Hier in Schweden gibt es schwedischen Chemiekäse. Und zwar ist das Käse aus der Tube. In dem Fall ist es Baconost, also Speckkäse. Und als Wurst habe ich Entrecot-Kurf. Entrecot ist da eigentlich vom Rind. Also ist es vielleicht irgendeine Rinderwurst, ich habe keine Ahnung. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Hier gibt es auf jeden Fall eine schöne, schwere Pfanne. Plus mein Öl von zu Hause, naja, da ist nicht mehr allzu viel drin. Gewürze habe ich mir besorgt von Santa Maria, die sind übelst lecker. Ja, und draußen windet's wie verrückt. So, erstmal die Würstel anbrutzeln. In der Zwischenzeit werde ich mal die Kartoffeln schnibbeln. Die Schale lasse ich diesmal einfach dran. Und die Zwiebel. So, wollen wir mal ein Stück von der Wurst probieren? Naja. Ist ein neues Geschmackserlebnis. Sehr ungewohnt. Schmeckt ziemlich kräftig. Ein bisschen säuerlich irgendwie. Ist aber nicht schlecht. Naja. Mal gucken, wie es dann insgesamt aussieht. Ja, mal die Kartoffeln hier in die Pfanne hauen. Die Kartoffeln brutzeln vor sich hin. Rohe Kartoffeln brauchen natürlich ein Momentchen länger. Zu Hause würde ich jetzt noch Majoran mit reinmachen. Aber den haben wir ja nie. So. Dann kommen die Würstel noch rein. Und dann kommt das Ei rein und der komische Käse. Jetzt war ich gerade mal auf der Terrasse. Da ist ganz schön windig. Ich werde hier drinnen essen. Also bei dem Wind draußen, das macht da echt kein Fetz.
Tubenkäse rein. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Hatte den Fresser, den kleinen Haubischen. Stefan, ich müssen uns jetzt noch streiten, wenn der Glitzerkuchen fahren darf. Und die Eier rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Habt nette Leute um euch. Bis bald. Fertsch. Und Rinjahorn.